So Leute, wir gehen heute auf den 12er Kogel über den Nordgrat. Allerdings nicht mit ihr, sondern mit dem Andi. Ich fahre mal weiter. Peace. So, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann gerne dranbleiben und gerne dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn es gefallen hat. Und den Kanal kostenlos abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn neue Videos hochgeladen werden. So, Kollegin, und wir machen uns heute einen schönen Tag. Bis später. So, jetzt sind wir hier im Kühtai auf 2000 Meter und da hinten ist der Andi. Ich fahre mal hin, aber hier Tierliebhaber, Pferde. Was sagt ihr dazu? Ein wunderschöner Tag und dann geht's weiter. Also, Parkplatz ist definitiv derselbe, als würde man jetzt Richtung Sulzkogel gehen. Also jetzt gleich kostenlos. Linke Seite ist nicht schwierig zum Finden, also genau wie im Winter. Und der Aufstieg ist dann eigentlich ja, über das Skigebiet. Und dann geht man quasi Richtung Süden und kommt dann auf den Nordgrat logischerweise. So, da geht's mal rein. Uppdiwupp. So, und da oben sieht man auch schon unser Tagesziel, 12er Kogel, und da sieht man auch schon den Nordgrat. Ja, das war's eigentlich schon. So, guten Morgen, Andi. Guten Morgen, Tobi. Ich habe deine Fahrweise auf Video. Genau. Hab schon gerade gesagt, da oben ist unser Tagesziel. Und genau hier ist mal die Topo, die ich mal ausgedruckt habe, die braucht man nicht. Aber für euch, die könnt ihr auch ganz easy im Internet finden. Einsergelände, Zweiergelände, dann kommt mal eine Stelle, drei, die man umgehen kann, und dann ist man schon oben. Und der Abstieg dann über das Längental bzw. das 12er K. Und das war eigentlich Plan A gewesen, Acherkogelüberschreitung. Aber ja, wegen Wetter machen wir jetzt die Tour, die geht deutlich schneller. So, Hälfte Zustieg, ja, Andi? Ja, geht schon. So, da sind unsere Autos kostenlos geparkt. So, guten Morgen hier vom Zustieg. Die Direttissima, Andi, und ja, einfach südwärts da Richtung Fels gehen. Mehr gibt es gar nicht zu beachten. So, ihr Banditen, jetzt wird's warm. Ich schwitze. Lang nichts gemacht. Boah, unangenehm. Aber schmerzfrei. Das ist das Wichtigste. So, hier seht ihr mal den Stausee. Und jetzt geht's hier querfeldein. Und dann weiter nach oben. So, liebe Zuschauer, da unten ist der Finstertaler Speichersee, wo man die Skitour geht auf den Sulzkogel. Und wir sind jetzt hier auf dem Plateau. Hälfte der Höhenmeter haben wir schon, Andi. Schön, dass wir so langsam gehen. Ja. Und das ist der Blick nach unten. Also ihr seht, vom Parkplatz eine gerade Linie, südseitig. Ja, wenn wir gehen, ist immer geile Stimmung, geiles Wetter. Jo, Brotzeit, Platzen erreicht. Und jetzt muss ich mal den Andi bitten, meinen Rücken kurz zu zeigen. Magst du mal draufhalten, ob der nass ist? Und was sagst du? Na. Ganz wenig, oder? Na, ich sehe gar nichts. Ja, GoPro-Lichtqualität schlecht, aber
Ja, minimal, also er schwitzt kaum. Genau. Sagen wir mal kaum. Schaut euch mal den Ausblick an. Um, keine Ahnung, 7:30 morgens. Und das ist jetzt unsere geile Kletterei. Und ja, richtig, richtig geil wird's nachher. Super Wetter, hält sich noch. So, jetzt sind wir auf 2,6 schon oben. Fehlen noch 400 Höhenmeter. Mehr oder weniger im Fels. Genau, noch hier die flache Passage. Helm aufziehen, Stöcke weg und dann klettern wir ein bisschen, oder? Super. Hat sich gelohnt, heute Morgen aufzustehen. Von Garmisch herzufahren. Richtig, richtig geil mal wieder in Tirol. Mit dem Tiroler da hinten. So, geiler Helm, Andi, der gefällt mir. Den sollte ich mir auch kaufen. Ja. So, Steinmänner hier am Start. Richtig geil. So, fein ist da. Dann lasse ich dir mal den Vortritt, Andi. Schaut etwas dynamischer aus als bei mir. Verkrüppelt. Also mehr wie Einser haben wir jetzt hier noch nicht. Genau. Ein bisschen ausgesetzt. Schaut geil aus, Mann. Ja. Übrigens, der Andi hat es eben gezeigt. Ich habe es jetzt leider überredet. Da hängt eine Schlinge, also Rebschnur, zum Nachsichern. Ich mag das jetzt nicht so sagen, aber ich sag mal so, das sollten die meisten eigentlich bei klettern können. Klar, Seilsicherung, alles möglich, aber es ist wirklich jetzt nicht so schwierig und vielleicht eine schöne Tour, um mal in die erste Dreierstelle reinzukommen. Ja. Oder? Landschaftlich geil. Ja. Also schwitzen tue ich auch gar nicht. Genau. Nur weil es so heiß ist. Wir sind mal ohne Scheiß, wir sind jetzt schon auf 2,8 oben. Es fehlen nur noch maximal 200 Höhenmeter. Also es geht echt schnell hier mit dem Pacemaker, Andi. Ach ja, und ausgesetzt ist es auch nur bedingt. Also das ist natürlich auch sehr geschmacksabhängig, aber ausgesetzt nicht überall. Wenn es mich jetzt hier schmeißt,
nicht kurz ein paar Meter, aber ja, nicht himmelweit. So, jetzt beginnt die geile Kletterei. Und ich gehe jetzt mal dem Andi nach und mache die Kamera auf den Helm, dann ist was angenehmer für mich. Ist etwas angenehmer, als das Teil die ganze Zeit im Mund rumhängen zu haben. So, das ist mal die erste Stelle. 1er bis 2er in meinen Augen, aber nicht sonderlich schwierig. So ein leichtes Plattengelände, fester Fels und schön zum Klettern. Geil. So, kurz hier abgeklettert, dann geht es da unten wieder weiter, Kopf herab und dann wieder ab in die Sonne. Herrlich, wir haben echt einen schönen Tag erwischt, Dani und ich. So, liebe Zuschauer, hier endet jetzt mal die Nordwand, Route Plan B, wo ich mit dem Steckandi mal gegangen bin, und wir gehen jetzt hier weiter, da den Rest gerade nach oben. Das sind jetzt noch genau 100 Höhenmeter, wirklich 100, und dann war es das schon. So, hier nochmal Sicherung, mehr für die Nordwand als für den Nordgrat. Boah, was für eine geile Aufnahme hier. Schaut mal hier, Leute, die Sonne und der Andi, fett. So, Andi in so 2er, 1er Gelände, aber richtig schön fest, kompakt, geil. So, da oben ist Ende. So, Andi voraus. Hier ist mein Face. Schaut mal da, das wunderschöne Kühtai. Ja, geil, Mann. Daumen nach oben und beim Andi mal vorbeischauen. Alles in der Infobox drin. Geiler Typ. Hat schon zum Andi gesagt, Plan A, Acherkogel, höchster 3000er, ich glaube, der nördlichen Kalkalpen oder höchster 3000er Tirols, weil die komische Paseierspitze in die Lechtaler, ja, gute Frage. Irgendeiner von beiden ist auf jeden Fall was Besonderes, oder beide, genau, und der Manningkogel und die Überschreitung.
ziemlich nice. Rückblick, boom. Wolken ziehen schon ganz leicht rein. Ja, wir sind gleich raus hier, Andi. Ja. Also kurz vorm Ende geht es nochmal nach rechts, also in die Schattenseite, über dieses Band hier und dann da, wo der Andi steht, links weiter. Ein bisschen ausgesetzt hier, ganz leicht, aber Epic Climbing. Perfekt. So, 20 Meter unter dem Ausstieg, Bruchhaufen und dann sind wir oben. Ihr beschwert euch ja immer über die schlechten Handshakes. Machen wir einen richtigen. Danke, Andi. Danke jedenfalls. Wie immer ein Fest mit dir. Was ausmachen, was einhalten, was durchziehen. Angenehmes Tempo mit ihm ist echt richtig angenehm. Auf die Berge zu gehen. Jetzt eine Vorleitung. Genau, der Andi sagt schon gerade. Da hinten auf dem Sulzkogel, den höchsten hier. Skitour mit dem Julian Witting. Video geht auch mal hier oben in die Infobox rein. Ja, aber ich sag, hier ist auch schön, oder? Richtig schön. Super, schau dich mal hier das schöne Wasser an. Nice. Gute Brotzeit, oder? Ja, der Andi hat gerade geile Selfies gemacht. Vielleicht die Geschichte hinter meinem Handy, warum ich keine Instagram-Fotos mehr schieße, weil die Hauptkamera hier zerstört wurde. Da habe ich das Ding leider in die Safety-Box gemacht und da war das Eisgerät draufgeschlagen. Jetzt hat es die Kamera hier zerstört. Jetzt seht ihr das mit dem Tesafilm gefixt. Aber die Fotoqualität ist jetzt zu milchig, die kann ich nicht mehr gebrauchen. Was ist das? P20 Pro, oder? Ja, genau, ja. Geil. Mega-Kamera. Voll geil. Also noch ein kurzes Fazit zu der Tour. Diese Dreierstelle, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo die gewesen ist. Ja, auch die Zweier ist wirklich entspannt, also ja, auch nicht so luftig. Eigentlich ist es sehr, sehr schöne Kletterei. Und ja, schaut es euch im Internet an, informiert euch und wir steigen jetzt hier ab. Lassen noch den Helm auf und dann geht es dann später rechts nach unten. War schöne Kletterei, wie hat es dir gefallen? Denn du kennst es ja schon. Ja. Genuss, ha? Genuss pur. Genau. Ja, der Herbst, der ruft schon, der klopft langsam an der Tür und vielleicht gehen wir oder in Zukunft ja mal den Acherkogel da hinten. Das wäre doch mal richtig geil. Ja, cool. Jo, das wär's. Ich filme den Abstieg noch ganz, ganz sporadisch. Ein paar Aufnahmen ohne Kommentare und genau, wenn es gefallen hat, einen Daumen nach oben, Kanal abonnieren, checkt mal unsere Instagram-Accounts ab, die packe ich unten rein. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
there's no denying what we want.